So, jetzt mache ich nun den vierten Let's Play Teil. Und er hat mit C4 schon begonnen. Ich möchte diesmal auch als Schwarz spielen. Ich habe weiterhin Stufe 4. Benutze die englische Eröffnung. Mit Springer C3, Springer F6. Und Springer F3. Springer C6. Zeig den Bauern E3. Könnte den Läufer entwickeln. Spiel dazu D6. D4. Nehmen oder nicht? Nehmen, dann der Bauer wieder nehmen. Der Bauer nimmt dann das. Lass den da erstmal stehen. Nein, ich nehme raus. Ich nehme raus mit dem Bauer und mit dem Springer. Mit dem Springer. Das heißt, ich kann wieder nehmen, dann nimmt aber die Dame wieder. Und ich kann die Dame wieder nehmen. Das Blöde ist daran. Entwickle ich den Läufer nach hier hin. G3 will Läufer 4 entschattieren. Jetzt mit Läufer E6, E7 meine ich, und jetzt kommt das Fianchetto kam noch nicht. Könnte jetzt allerdings kommen, da erstmal ist der Turm angegriffen. Er setzt F3. Setze ich mal jetzt. Dame D7. Läufer D2. Und die kurze Rochade. Läufer E2 und es könnte auch hier eine Rochade von ihm erfolgen. Aber ich könnte die natürlich mit Dame H3 verhindern. Allerdings wird sie dann direkt wieder zurückgedrängt. Läufer F1 spielt. Läufer F1? Nein. Wenn jetzt Läufer was in H7 an. Mal gucken, ob ich den Turm da angreifen kann. Turm greife ich mal an. Er setzt hier nach F1. Hängt der Bauer hier. Was ist jetzt? Er setzt den Bauern um das Schach. Läufer geht wahrscheinlich zwischen. Nein. Läufer geht nicht zwischen, sondern er setzt den König. Da bin ich dann ein bisschen offensiv reingegangen hier. Oh! Spieße hier auf. Ah, klappt nicht ganz. Ah, klappt doch nicht ganz. Dachte schon. Was hab ich da denn gemacht? Die Dame weg. Was hatte ich hier denn jetzt? Ah, der zum Glück da drauf. Fast schon aufgabereif hier. Den Bauern, die kann ich hier noch nehmen, aber dann nimmt der den weg. Der Bauer hängt momentan, also sollte ich den Turm auch erstmal beiseite setzen. Und jetzt der Dame entdeckt den Läufer. Jetzt kann ich den Bauern nehmen. Greift er mit diesem Läufer an. H7 hat gehangen. Das sieht nicht gut aus. Mit dem König wieder. Diese beiden Springerfelder decke ich hier mit dem Bauern ab. Turmverdopplung. Das sieht nicht gut aus. Kann er den mitnehmen? Nein, er nimmt den nicht weg. Geht er mal raus. So. Sieht aber sehr unangenehm, da ist. Dann kann die Dame nehmen und matt setzen, also ist das schon vorbei. Dame nimmt raus und setzt matt. Dann werde ich ein zweites Spiel noch hinterher machen. Spiel beenden und neues Spiel. Wieder die englische Eröffnung. Wahrscheinlich wieder Springer C3. Wie reagiere ich jetzt denn mal? Ich reagiere mal anders. Springer C6. Springer F3. Greift sich nicht mal an, aber
Diesmal möchte ich den auch noch 4 anschattieren, diesen Läufer. Und jetzt D4. D4, dann tausche ich das mal gerne ab hier. Den nehme ich nicht weg. Lass von ihm ihn wegnehmen. Den fianchettiere ich, den Läufer. B schlägt und jetzt könnte ich den nehmen. Jetzt mache ich das aber erstmal nicht, weil er die Dame gesetzt hat. Aber ich fessel diesen Mann an. Schach. Und greift er was an? Nein, greift nichts an. Ich setze die Dame einfach mal zwischen. Hoffe mal, dass er die Dame tauscht. Ja, er tauscht die Dame. Dann nehme ich den Springer wieder, den entwickeln. Läufer, der Bauer hängt. Ja, der Bauer hängt. Den nehme ich auch mit. G3, gleich Läufer Fianchetto. Könnte sich andeuten, hier ein Läufer Fianchetto. Und jetzt presche ich meinen Bauern vor und versuche den Springer da anzugreifen. Jetzt greift er diesen Springer an. Wird natürlich mal noch Rochade recht vermiesen. Deswegen setze ich jetzt mal den Springer vor. Will nicht, dass die Rochade verloren geht. Oh, A4. Noch hier ich mal. Läufer zurück. Und dann stelle ich mir mal meinen Turm auf die Linie des Königs. Was macht er jetzt? F4. Der Läufer könnte theoretisch auch dort stehen, weil er nicht wieder nehmen kann. G4. Na, das hat nicht F4, sondern G4. Ich setze den Springer hier hin, drohe den Springer hier hinzusetzen mit Schach. Okay, ich greife den Springer und meinen Läufer an. Jetzt kann ich den Springer auch da hinsetzen mit Schach. Jetzt möchte ich das hier weg. Springer hier hin, Schach. König kann sich kaum bewegen. Wird vom Läufer weggedrängt, aber er hat ja noch den Turm. Schach. Er hat ja noch den Turm da stehen. Oder ich kann den hier nehmen. Also will ich keinen Trippelbauern haben hier. Ne, ich will keinen Trippelbauern haben. Deswegen nehme ich den Läufer direkt hier. Kommen jetzt dann die ganzen Läufer alle runter. Und nehme ich den Läufer weg oder nehme ich den Bauern hier weg? Ich glaube, ich nehme doch lieber den Bauern weg. Ja, ich nehme lieber den Bauern raus. Greift den Turm noch einmal an. Er setzt ihn jetzt nur 1 und setzt den Springer hier, greift Turm und Läufer an. Macht er jetzt. Turm setzen. Schlägt und dann schlägt der König zurück. Nicht da schlagen, schlägt der König zurück. Da kann der Läufer auch wieder zurückschlagen, aber ich nehme jetzt hier ein paar Leichtfiguren weg. König und hier weg. Ein paar Linien öffnen. Der schlägt und ich besetze die offene Linie. König bewegt. Und der Turm kommt hier hin. Setzt den Bauern. Turm hier in Verdopplung. Was ist der jetzt? Der tauscht hier ab. Was ist denn jetzt? Turm hier hin. Da haben wir das Bild angekriegt. Ja. Jetzt habe ich die Türme hier verdoppelt. König geht wieder hoch. Schach. Bringt aber nicht viel. Vielleicht wird er ja nur hin und her gedrängt hier. Und dann kann ich da hingehen. Da ein Schach. Schach. Und nochmal Schach. Und noch ein Schach. Wieder da. Jetzt kann ich mal
ein Turmpaar tauschen, oder wie ist das jetzt? Tausch mal ein Turmpaar ab hier. Und setzen jetzt hier hin. Ich kann die Turm jetzt da hinsetzen, macht er aber nicht. Ich zieh den Bauern mal ein bisschen vor. Schreibt jetzt den an, natürlich. Jetzt werde ich den auch verlieren, den Bauern. Deswegen so erstmal. Schlagen. Schlagen. Und schlagen. Den Bauern. Kann ich den hier retten? Das ist ein Schach. König kann hoch. Da setzt der König hoch. Dann bin ich jetzt auch schon mal hoch. Dann geht langsam Richtung. Ich setze mal den Turm hier und greife diesen Bauern an. Und jetzt wieder hier hin. Und dann setzt er den Bauern. Was macht jetzt denn? Dahin gehen? Vielleicht geh mal dahin. Und dann Schach. Gehen wir zurück. Bauer hoch, wieder vorbei und dann ist er raus. Nein, er ist nicht raus. Der Bauer hat genommen, der Turm im Schach. Setze den Turm darüber. Nehmen wir den Bauer noch zwei vorziehen. Der schlägt raus, schlägt zurück. Der Turm greift diesen Bauern an. Der. Nehmen wir den weg, der kann ja den nehmen. Jetzt habe ich einen Bauern mehr, aber ich muss mal gucken, ob ich den nutzen kann. Schach. Wieder Schach. Und wieder Schach. Und dann jetzt da oben Schach. Da vielleicht die Türme tauschen. Ja, die Türme tauscht er jetzt. Jetzt geht's natürlich um den Bauern ins Spiel. Ich habe den Bauern näher und der König läuft einfach auf die andere Seite. Dann kriege ich den locker umgewandelt. Den hier. Dauert nicht mehr lange. Und jetzt kann ich mir den Damen holen. Und gib Schach. Dann ist mit der Dame hier hin. Geht dann nach da. Jetzt mit der Dame hier hin. Jetzt muss er da hin und her pendeln. Und ich muss mal König ran. Spiel ist gleich vorbei. Jetzt nehmen wir H7, H8 immer hin und her. So, jetzt muss er nach unten. Und ich kann hier matt setzen. Und damit beende ich diesen Part.